Ja, hallo Leute, willkommen zu einem Video von mir. Ich habe mal wieder fett Post bekommen. Und zwar von dem. Ja, von dem lieben Lars aus dem Shisha-Rana Forum. Erstmal fetten Dank an dich. Ja, ich werde jetzt erstmal die KS. Die KS Punchline putzen. Ah, ich denke mal, dass ich die schon geputzt habe. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, die KS Punchline habe ich jetzt nicht gefunden, keine Ahnung wo, ich denke mal, die ist irgendwie beim Kumpel oder so. Egal, dann rauchen wir, wie natürlich sonst auch natürlich immer, in der Narikela 55. Ist auch weg. Weiß ich gerade. Gerade nicht, wo die sein soll. Ich mache jetzt nochmal einen kurzen Cut und dann melde ich mich wieder. Ja Leute, ich wieder. Ich habe jetzt die Narikela 550 nicht gefunden. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass mich die ganze Zeit jemand beobachtet oder so. Ja, egal. Ich habe mich entschieden, wir werden heute mal eine kleine frische Mischung machen, ja, aus meinen ganzen Tabaksorten, die ich habe, die eigentlich hier stehen. Jetzt habe ich bloß noch leere Dosen hier rumzustehen. Also ich weiß nicht, was hier heute los ist. Ich mache jetzt hier nochmal einen Cut und dann gehe ich das ganze Zeug erstmal suchen. Ja? Also bis gleich. Was ist denn hier los? Wer raucht hier? Tabak ist alles da? Jetzt macht das Ganze irgendwie einen Sinn. Spooky Halloween? Was hat das Ganze auf sich? Und wer hat hier geraucht? Ich meine, ich habe nichts mehr wiedergefunden. Mir kam jetzt irgendwie, also ich war jetzt beim Kollegen und habe da nochmal nachgefragt, ob ich die da vergessen habe. Und irgendwie kam mir dann so eine ganz komische Gestalt entgegen. Was wird jetzt hier geraucht?
Spooky Halloween, ist kein Tabak mit drin. Wirklich. Hat sich irgendjemand einen Kopf gebaut? In meiner Wohnung? Ey. Das kann nicht sein. Das Licht ist an. Was ist hier passiert? Ja? Gut, ja, dann stelle ich den einfach mal vor, den Spooky Halloween. Viel kann ich ja nicht mehr zu sagen. Kommen wir vielleicht mal zum Geruch. Also das Ganze riecht nach einem leckeren, süßen Kürbis. Ja, Rauch geht klar. Ja, und der Geschmack ist ja relativ undefinierbar. Also man schmeckt so eine leichte, herbe, süße Was relativ, also schmeckt ganz, ganz gut soweit. Rauch tut er gut. Ja, kann ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also hat eine ja, herbe, süße Kürbisnote. Und ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich glaube, hier ist gerade jemand reingekommen. Ich gehe da jetzt mal ganz schnell gucken. Hallo? Ist hier irgendjemand? Ja, Leute, schönen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Komische Fratze hier. Ja. Halloween, ja. Freut euch jetzt gleich auf den Livestream. Was macht ihr so an Halloween? Raucht ihr auch irgendeinen Halloween-Tabak? Mischt euch selber was zusammen? Ja, lauft ihr um die Häuser? Klaut ihr Süßigkeiten, holt ihr euch irgendwo Süßigkeiten. Ja. Jetzt startet erstmal gleich mein Livestream. Ich hoffe, wir sehen uns da alle. Und bis dahin, haut da rein und viel Spaß noch.